Hallo, willkommen im Dommuseum Wien from Home. Mein Name ist Elisabeth Stubenrock-Janisch. Ich bin Kunstvermittlerin und freue mich, Ihnen heute Kunstwerke aus zwei unterschiedlichen Epochen vorstellen zu dürfen, die mich persönlich immer wieder tief beeindrucken, faszinieren und anziehen. Zum einen drei Tafeln, die das Weihnachtsgeschehen darstellen. Sie gehören zu einer gotischen Bildergruppe aus dem Jahr 1415. Zum anderen ein Blatt von Maria Lasnik aus dem Jahr 1970 mit dem Titel Christmas Angel for Monsignore. Die Tafeln der gotischen Bildergruppe gehörten ursprünglich zu einem Flügelaltar, der sich nicht mehr genau rekonstruieren lässt. Aber allen Tafeln gemeinsam ist die Darstellungsweise der Figuren. Lange, schlanke Körper mit zierlich feinen Gesichtern in faltenreiche Gewänder gehüllt, dominieren das Bild. Kräftige Farben unterstützen das Geschehen. Die Naturdarstellungen sind sehr detailreich und liebevoll gestaltet. Architekturteile sind wie Fassadstücke ins Bild gesetzt und deuten so Gebäude an. Und dies alles sind typische Eigenschaften für den schönen Stil um 1400. Und nun zum Beginn des weihnachtlichen Reigens, der Verkündigung. Der Engel Gabriel, in leuchtendes Rot gehüllt, kniend. Große grüne Flügel identifizieren ihn als Boten Gottes. Er tritt vor Maria in tiefblaues Gewand gehüllt, ganz verinnerlicht auf einem Thron sitzend und sagt ihr die Botschaft, dass sie Jesus auf die Welt bringen soll. Die Beziehung dieser beiden Personen wird ganz stark durch Gestik und Körperhaltung ausgedrückt. Und diese Darstellung, diese Schlichtheit und die kräftigen Farben vor dem dunklen Hintergrund beeindrucken mich persönlich jedes Mal aufs Neue. Und auch das Geburtsgeschehen selbst stellt der Meister in großer Schlichtheit dar. Jesus, Maria, Ochs und Esel im Stall. Maria wieder in tiefblaues Gewand gehüllt, kniet betend vor Jesus, der in einem hellen Strahlenkranz vor ihr liegt. Helligkeit bricht die Dunkelheit. Den Schlusspunkt dieses weihnachtlichen Geschehens bildet der Besuch der heiligen drei Könige bei der kleinen Familie. Denn diesmal ist auch Josef mit dabei. Er sitzt ganz am Rande des Bildes, nahezu unscheinbar auf einer Bank. Die Könige in prächtige Gewänder gehüllt, vor goldenem Hintergrund mit einer feinen Naturdarstellung, bringen Jesus ihre Gaben. Und eine Gabe der anderen Art kommt von Maria Lasnik, der Grand Dame der österreichischen Malerei. Im Jahre 1970 schickt sie aus New York, wo sie gerade lebte und arbeitete, ein kleines Blatt mit Widmung an Monsignore Otto Mauer. Christmas Angel. Otto Mauer, der große Kunstkenner und Kunstförderer der österreichischen Moderne, dessen Nachlass das Dommuseum Wien beherbergt. Auch hier besticht die Schlichtheit und die Reduktion. Maria Lasnik stellt in dieser Tuschezeichnung mit wenigen Strichen ihre Vorstellung eines Weihnachtsengels dar. Sie setzt ihn schräg ins Bild vor neutralem Hintergrund und so scheint dieser Engel zu schweben. Die Beine sind vom Körper weggestreckt. Aus seinem Kopf kommen Gebilde, die an Hörner erinnern. Und die Flügel fordern die Fantasie der Betrachterin und des Betrachters heraus. Auch hier ist durch Reduktion und Schlichtheit Großes dargestellt. Nun, die beiden Kunstwerke, 500 Jahre ungefähr, liegen dazwischen, aber
Meiner Meinung nach haben sie bis heute ganz, ganz große Anziehungskraft und Aussagekraft. Und vielleicht, ich denke mir vielleicht gerade in dieser Schlichtheit und dieser Reduktion, in dieser Einfachheit, können wir Menschen des 21. Jahrhunderts vielleicht ganz neu das Geheimnis von Weihnachten entdecken.